Nee, es geht um die Alterssachen, mit der Altersregelung, mit dem Alterspräsidenten. Das ist letztes Mal so die Geschäftsordnung. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Änderung der Geschäftsordnung heißt der jetzige Tagesordnungspunkt. Die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages ist Ausdruck der in Artikel 40 unserer Verfassung garantierten Parlamentsautonomie. Ja, es sind letztlich die Spielregeln der Demokratie hier in unserem Parlament. Sie muss daher der Diskontinuität unterliegen. Jeder neu gewählte Bundestag muss sie neu beschließen. Und wie in fast jeder Legislaturperiode auch klug weiterentwickeln. Und genau das machen wir auch heute. Die Konstituierung eines Parlaments nach einer Wahl gehört unbestritten zu den ganz besonderen Momenten einer Demokratie. Jeder denkt vielleicht an die Bilder von der Parlamentseröffnung durch die Queen in London. So feierlich geht es bei uns jetzt nicht zu, aber das zeigt auch die Bedeutung. Wir, der Deutsche Bundestag, und das ist durchaus eine Besonderheit und Ausdruck der Stärke unseres Parlaments, wir brauchen zur Eröffnung weder einen Monarchen noch einen Bundespräsidenten, wie zum Beispiel in Österreich, oder einen Staatsbeamten, wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Der Bundestag konstituiert sich schlichtweg selbst. Weil es aber zum Zeitpunkt der Konstituierung, so zum Beginn, noch keine Geschäftsordnung geben kann, hat sich ein parlamentarisches Gewohnheitsrecht entwickelt, das besagt, dass bestimmte Regelungen aus der vorangegangenen Wahlperiode übernommen werden, um den neuen Bundestag überhaupt konstituieren zu können. Und deswegen haben wir ganz konkret den Paragraphen 1 der Geschäftsordnung, der die Konstituierung festhält. Und wegen dieses Paragraphen, nur deshalb kann beispielsweise der bisherige Bundestagspräsident den neuen Bundestag einladen, selbst dann, wie das jetzt in diesem Jahr der Fall sein wird, wenn er dem neuen Bundestag gar nicht mehr angehört. Ich denke, Letzteres finden wir alle schade. Schade auch deshalb, weil gerade unser jetziger Bundestagspräsident so manche kluge Anregung und Initiative gegeben hat, das sage ich bewusst auch in dieser Debatte, die vor allem und oft den Rechten des einzelnen Abgeordneten, kleinen Fraktionen, der Minderheit und ganz besonders dem Ansehen des Parlaments gegolten haben. Und es entspricht langjähriger Parlamentstradition, dass das an Lebensjahren älteste Mitglied des Hauses die erste Sitzung zum Beginn leitet. Aber auch Parlamentstraditionen sind abänderbar. Sie sind auch abänderbar und weiterzuentwickeln. Und auf Initiative des Ältestenrates wollen wir die bisherige Regelung letztlich im Sinn und Kern präzisieren. Sinn und Kern. Lebensalter im Paragraphen 1 der Geschäftsordnung meint Erfahrung. Ob Paul Löbe, Konrad Adenauer, Willy Brandt oder jetzt Heinz Riesenhuber, hier ging Lebensalter mit Erfahrung oft Hand in Hand. Und genau das wollen wir weiterhin gewährleisten. Wir wollen es nicht dem Zufall überlassen. Und deshalb soll künftig nicht mehr der Älteste, sondern der Abgeordnete mit der größten Parlamentserfahrung den Bundestag eröffnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Öffentlichkeit und auch im Geschäftsordnungsausschuss hat es Diskussionen darüber gegeben, ob der Zeitpunkt richtig gewählt ist. Zum Beginn dieser Legislaturperiode 2013 haben wir umfangreiche Änderungen, insbesondere wegen den Oppositionsrechten, gemeinsam zeitnah beschlossen. Und jetzt nehmen wir die Konstituierung des 19. Deutschen Bundestages im Herbst in den Blick und wollen deshalb zeitnah eine, wie ich gesagt habe, Verfeinerung, Präzisierung
des Paragraphen 1 Absatz 2 unserer Geschäftsordnung beschließen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dem Deutschen Bundestag werde ich selbst nicht mehr angehören. Und deswegen lassen Sie mich abschließend sagen, ich wünsche deshalb ganz persönlich für den Herbst einen guten Start mit einem erfahrenen Alterspräsidenten. Aber was noch viel, viel wichtiger ist, das ist der Kern, ich wünsche noch viel mehr eine erfolgreiche Legislaturperiode für unser Land, für unsere Verantwortung in Europa und wünsche einen Bundestag, das wichtigste Verfassungsorgan, dieses Selbstbewusstsein müssen wir haben, das wichtigste Verfassungsorgan, wünsche einen Bundestag, der von der ersten bis zur letzten Rede unserer lebendigen Demokratie, ein wirkliches Arbeitsparlament und damit dem Ansehen und dem Wohl unseres Landes dient. Vielen Dank. Lieber Bernhard Kaster, ich wünsche dir auch alles Gute aus langer Verbundenheit. Und wir werden deine Anregungen entsprechend befolgen. Als Nächstes spricht jetzt Dr. Petra Sitte für die Fraktion Die Linke.